Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen in einer weiteren Folge hier auf der Ellerbach, endlich wieder mal. Was liegt heute an? Wir wollen Maisballen pressen, sieht zwar momentan noch nicht so aus, aber wir müssen erstmal den Mais runterholen. Ich habe mir vom Händler ein Krone Big X 580 ausgeliehen. Ja, das ist das Gerät mit zwei Fliegel Tandemkipper. Der eine steht hier. Der andere ist hier und ein Schlepper zum Abfahren noch, weil ich brauche den großen Glas für die Presse. Der kleine packt das nicht, der ist da zu schwach. Und da ich alleine bin, beziehungsweise der Schlag hier hinten auch generell sehr, sehr eng ist, mit drumherumfahren und allem Möglichen, haben wir oder habe ich jetzt hier den Kipper direkt dran gehängt. Wir fahren den dann wieder hier vor und wird dann hier mit dem Schlepper vorne hingefahren. Und auf dem Hof bzw. im Fahrsilo dann verteilt, so dass wir die Presse drüber schicken können und den Maisballen pressen können. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, legen los. Das Rohr noch raus. Aber mal gucken. Mais steht ganz gut da. Bin ich mal gespannt, wie viel es gibt. Und dann wollte ich noch die restlichen, ich glaube, das ist Gerste und, oh, ich müsste jetzt lügen, Weizen meine ich, oder sind zwei Gerstenfelder. Die wollte ich dann noch zur GPS-Silage noch verarbeiten. Wird wahrscheinlich aber in dieser Folge nichts mehr werden. Weil hier hinten, das ist so eng. Da kommst du nämlich nicht drumherum gefahren oder mit beigefahren. Und mit Helfer schon mal gar nicht. Da müsste ich mir noch jemanden einstellen, der auf der Karte mit mir zockt, spielt und dann den Abfahrer macht. Weil das wollte ich jetzt hier mit dem Helfer nicht machen. Aber es geht ja auch so, wird auch in echt so gemacht. Muss ich mal hier gucken, er ist ja so dunkel auch hier hinten in der Ecke. Ich muss nur mal gucken, ob wir einmal komplett drumherum kommen ums Feld. Das wird die größte Herausforderung. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, wenn wir einmal drumherum sind, dann ist das Schlimmste, glaube ich, gegessen. Weil mit dem Häcksler einmal rückwärts herumfahren, das wird ein schöner Spaß werden. Ja, wenn ihr heute guckt, die Folge kommt leider etwas später heute. Ich hatte nicht mehr Zeit, beziehungsweise ist es extrem später geworden, als ich mir das wieder mal gedacht hatte. Oh, das war der falsche Knopf, Entschuldigung, den wollte ich drücken. Aber wie gesagt, die Folge kommt ja noch. Dann nehmen wir hier vorne noch ein bisschen weg. Oh, das gibt doch einiges. Ja, da kommen wir komplett einmal drumherum. Das ist ja Weltklasse. Na komm, die nehmen wir jetzt noch mit. Das heißt, den stellen wir jetzt erstmal hier ab. Dann holen wir uns den zweiten. Und wenn beide voll sind, fahren wir erstmal einen vor. Oh, ein kleines bisschen zu weit. So, jetzt können wir auch wieder das Rohr ausfahren. Na komm. Nicht, dass wir es beim Rangieren noch abfahren.
Einmal vorne runter. Oh, das gibt doch einige Fuhren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich das jetzt so sehe. War nämlich nicht das größte Feld, das wir hier haben. Vom Schlag her eher relativ klein. Jetzt können wir auch noch das Eckchen noch schön mitnehmen. Da sind wir vorhin nicht so ganz dran gekommen. Das ist ein Feldrand hier mal drüber. Dann nehmen wir nochmal das Vorgewände noch ein bisschen weg. Dann haben wir ja auch ein bisschen Platz. Müsste auf jeden Fall noch einmal komplett drumherum reichen, wenn ich mich jetzt wieder nicht verrechnet habe. Aber normalerweise haben wir ja nichts mehr von Fläche weggenommen. Eher etwas weniger, wenn wir einmal drumherum waren, sind. So, dann machen wir die Ecke auch noch mit sauber. Sehr schön. Na, ja, es könnte natürlich jetzt hier er ist zu kurz angehängt. Ach, geht gerade so. Ich wollte es aber vermeiden, mit dem Drehschemel hier hinten reinzufahren. Das hätte dann wahrscheinlich mit dem Häcksler hier ein Fiasko gegeben. So sieht es doch einigermaßen gut aus. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir die Ecke auch noch hier sauber putzen. Das sind zwar nur zwei, drei Pflänzchen. Jetzt schieben wir den Eimer noch rüber. Da bin ich mal gespannt, wie viel Ballen Mais das gibt. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, ob man die anderen, obwohl GPS-Silage, die könnte man auch ins Silo fahren. Eins haben wir noch frei. Da wäre das bei weitem einfacher, als wir das noch pressen müssen. Die Maisballen, wie gesagt, die würden mir dann so viel Platz wegnehmen. Wie gesagt, drei Fahrsilos habe ich. Da können wir das nächste Mal mit dem Gedanken spielen, das ins Fahrsilo zu fahren. Weil da habe ich noch Luzerne drin. Ja. Ja, so langsam klappt das hier. Ja, dann können wir dann das nächste Mal auf und ab fahren. Kann man auch schön in der Innenansicht jetzt mal fahren, wenn dann ein wenig Platz ums Feld drumherum ist. Weil das ist dann doch ein eher bescheideneres. Ja, das wird nichts. Maisgebiss, was hier vorne dran hängt. Aber ich denke, für unsere Größe vom Feld hier, da reicht das. Und wir gehen noch rein, dann kommen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Weil wenn wir die Möglichkeit haben, das alles hier vorzufahren. So, dann schieben wir noch ein bisschen zurück. Und dann hoffe ich, dass das auch alles soweit klappt. Den lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Wie gesagt, es muss bei uns keiner warten auf die Häckselkette. Die Häckselkette sind mir. Somit haben wir da, denke ich, genug Zeit, um das so weit zu machen. Weil wir müssen ja jetzt noch pressen. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie das vom Platz alles hinhaut. War mal interessant, können wir auch mal in IAC-Case fahren. Soundtechnisch auch ein ganz schöner. Thank you.
mal ankoppeln. Und gib ihm einmal auf den Hof. Entschuldigung. Und dann machen wir mal im Hof eine Schwadablage. Ich muss mal gucken, ich habe es noch nicht so ganz raus, wie schnell, wie langsam ich durch den Kornschieber hinten abladen muss. Aber wenn wir hinkriegen. Wir haben halt keine sehr große Fläche, wo wir das machen könnten. Ansonsten müsste ich probieren, das eigentlich hier komplett im Hof abzukippen. Ja. Anders, da wird es wahrscheinlich sowieso nicht gehen, weil das Silo ist so klein. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Wir fahren aber erstmal ins Silo rein, oder? Ja, wir fahren erstmal ins Silo rein. Weil ich habe hier keine große Fläche, wo ich das wirklich machen könnte. Man muss auch bedenken, dass man es nicht ganz bis hinten hinschiebt. Weil der Schlepper ist ja noch davor, vor der Presse. Mal gerade schieben. Ungefähr relativ mittig. Reicht das? Da müsste ich noch ein kleines Stückchen vor. Da müsste ich noch hinkommen. Dann machen wir einen kleineren Gang. Abkippseite ändern wir noch auf den Kornschieber. Und dann würde ich sagen, gib ihm. Na, so könnte es doch hinhauen. Hälfte hätten wir weg. Ja, das sieht gut, aus. So, jetzt müssen wir nur noch bis hier vorne das Restliche wegkippen. Na komm. Sehr schön. Soweit hätte das geklappt. Wiese haben wir ja abgeerntet. Da sollte nicht viel passieren mit dem Blattfahren. So, den lassen wir mal ganz kurz hier stehen. Und dann gucken wir mal, ob das so weit hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ja, ist ja extrem schmal, dass diese Ausfahrt. So. Dann schauen wir mal. Oh ja, geht auf jeden Fall schon rein, aber er fährt die... Fahren nochmal ein Stück zurück. Ja, normalerweise sind diese... war, denke ich, nicht so hübbelig. Das Material würde er wahrscheinlich eher platt fahren. Ja, alles, was liegen bleibt, wenn man dann, denke ich, das ist aber, er fährt hier sowas von breit. Das ist natürlich nicht so schön.
müssen wir noch mal kurz warten. Das können wir noch mal wegmachen. Au. Da ist der Arm hängen geblieben. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das dann besser mache. Dass sie nicht mitten im Weg drin liegen. Wie gesagt, die Zeit muss ich mit einkalkulieren. Und ich sage, machen wir mal hier hin. Da sind sie besser aufgehoben. Halt, 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 halt. Curl. Ja, bis auf dass er die Schwart etwas breit fährt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Nur nicht ganz voll fahren. Wir heben die Pickup mal an. Können wir nämlich den Ballen gleich hier hinterfahren. Da will ich ihn hin haben. Da stört er mich nicht. Der eine war natürlich unüberlegt abgeschmissen, muss ich zugeben. Ich komme aber nicht mehr dahin. Nee. Warte mal, das machen wir nochmal so. Ja, gut gewischt. So kann man wegschieben. Pickup runter. Da liegt noch ein wenig. Es gibt noch einen Ballen auf jeden Fall. Nehmen wir noch das Stück mit. Na? Sehr schön. Aber ich werde wahrscheinlich das nächste Mal die Schwart hier am Hof verteilen. Das ist hier sehr ungünstig, wenn du über die Kurve fahren musst. Wie gesagt, er drückt die Schwart dann extrem breit. Mal ganz kurz was machen. Hat keiner gesehen. Superkraft kann ich nicht anmachen, oder? Doch, doch. Okay, hat keiner gesehen. So, dann kann man das bisschen vielleicht auch noch wegkratzen. Und dann holen wir den nächsten Wagen. Musst hier bitte böse aufpassen wegen den Pfosten. Die sind sowas von schlecht zu sehen, grün auf grün. Sehr schön. Wo stellen wir jetzt den hin? Dass der uns nicht stört. Wie viel damit schieben wir hier rückwärts rein? Das war zu viel. So, da stört der uns nicht. Das heißt, wir haben da jetzt vier Ballen rausgekriegt und noch der Rest, der noch hier im Wagen, in der Presse drin ist. Das heißt, wir fahren wieder zurück, tauschen den und holen gleich den nächsten. Und dann werde ich sagen, machen wir das jetzt hier von der Schwart her, dass wir das hier vorlegen. Oder die lange Seite, das wäre hier. Mal gucken, ist das auch relativ... Ja, die Hofseite ist ja auch geteert. Ich würde sagen, wir machen das hier über... Ja, das ist die längste Seite. Das ist am schönsten hier für die Ballen. Also ich warte ja immer noch auf so einen Mod, dass das wirklich diese Presse dann direkt
Na komm, schalt wieder um. Dass mir die Presse direkt an den Häcksler dran machen kann und der presst mit dem runtergelassenen Rohr direkt in die Presse rein. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich denke, das kommt auch noch. Ich sagen, fahren wir den noch mal hierher. Dann kann den der Häcksler dann das zweite Mal noch nicht zu weit weg. Ach, das ist schon abgegangen. Es hat kein Geräusch gemacht eben. Normal haben die einen Schlepper in der Güte ein automatisches Zugmaul, dass du dann zumindest schon mal reingefahren bist. So, schieben wir mal rückwärts raus. Und zweite Runde für die Presse. Wobei ich muss jetzt sagen, für die Ganzpflanzensilage, das könnte man vielleicht auch noch so machen. Das ist eigentlich sehr selten, dass man das sieht. Also ich finde das von der Idee her richtig gut. Den packen wir noch, oder? Fährt er uns ins Auto rein? Nee. Gehupt hat er auch nicht, also war das gut. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier an und ziehen die Runde dann nach vorne. Aber wieder die Außenansicht, sonst sehe ich nicht. Ich bin nicht hier an der ganz steilen Stelle. Kornschieber müssen wir noch einstellen. Das muss auf jeden Fall drin sein. Kornschieber. Und mal langsam. Dann haben wir eine gerade Schwad. Dann ist das, glaube ich, etwas besser. Ach, der konnte da nicht ablanden. Das stimmt. Wir haben noch genug Platz. Wegen dem Triggerpunkt wahrscheinlich. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, dieser 185 ist natürlich auch ein super Schlepper. Gefällt mir auch ganz gut. Auch vom Klang her. Ja, ich denke, das ist die bessere Wahl, hier hinten zu machen. Wenn du ein größeres Fahrsilo hast, ist das mit Sicherheit viel einfacher. Da kommen die letzten paar 1000 Liter, die kriegen wir doch auch noch weg. Dann parken wir den mal ganz kurz hier. Na komm, schieben ein Stück zurück. Und dann machen wir noch schnell die zweite Runde mit der Presse. Und dann haben wir schon die ersten, wenn es gut läuft, 8, 9 Rundballen in Mais.
mal ein bisschen weiter hintergehen. Ich bin wieder zu weit gefahren. Ich muss diesen automatischen Stopp mal rausmachen für die Ballen. Aber wie gesagt, nachher, das machen wir dann sauber. Das füttern wir noch als Frischmais bei die Kühe. Hier kommt nichts unter. Oder wird weggeschmissen. Nur, dass er die schwarz so breit fährt, das gefällt mir nicht, aber ich weiß nicht, ob das noch in der ersten Version hier von Forge Extension ist. Ich glaube, bei der zweiten macht er das so nicht mehr. Aber das habe ich nicht ausprobiert weiter, also nicht drauf geachtet, sagen wir mal eher. Aber ist auch kein Thema, das kriegen wir auch noch. Wichtig ist nur, dass man einen sauberen, geteerten Platz dafür hat, wie in dem Fahrsilo. Dann kann da eigentlich soweit nichts passieren. Es muss dann sowieso immer mal der Platz gesäubert werden. Beziehungsweise die Schwart wieder zusammengekehrt werden. Halt, 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 halt. So, jetzt nehmen wir das kleine bisschen hier noch auf und dann denke ich, dann haben wir es erstmal für die Folge. Den Rest... Ah, ich will nicht übers Rohr fahren. Halt! So. Den Pickup könnte ich mal hochmachen. Dass wir uns die Räder noch kaputt fahren. Ja, das heißt, genau, wir haben jetzt hier 5. Die räume ich dann noch weg. Boah. Soweit geschafft. Das heißt, hier haben wir Endergebnis 5 Stück rausbekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Vorne liegen 4. Das heißt, wir haben schon 9 Ballen. Und da gibt es noch einige. Okay, ich werde das dann nochmal, denke ich, soweit fertig machen. Im Grundprinzip habt ihr das ja gesehen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder hier auf der Ellerbach, beziehungsweise vorher kommen auch noch andere, wenn wir dann, denke ich, GPS-Silage machen. Lass ich mir noch durch den Kopf gehen, überlege ich mir, ob wir die als Ballen oder ins Fahrsilo fahren. Okay. Danke, dass ihr wieder alle so zahlreich zugeschaut habt, die Videos ausgewählt habt, Kommentare dagelassen habt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bedanke mich für alle, die so zahlreich hier agieren. Dann würde ich sagen, nicht so weit erstmal durch. Tschüss, Servus, macht's gut. Ich bin raus.